Wow! So ist es ausgegangen. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen 007-Quest Video. Heute habe ich wieder ein Auto für euch und zwar ein Auto, das ich noch nie hatte. Und gar nicht lange drum herum reden, ich zeige es euch gleich. Und zwar, ihr hört es schon tacken vielleicht im Hintergrund, es ist ein Lichy Ambra. Ein klassisches Moped-Auto, das so einige von euch vielleicht sogar schon kennen. Die gibt es ja auch in Deutschland mit 25er Zulassung. Das hier ist aber ein normales mit 45 km/h. Das heißt, hier ist wirklich alles so, wie es gehört. Das läuft ca. 50, hat den Lombardini-Motor drin mit 505 Kubik. Läuft super, bin jetzt schon ein paar Meter gefahren. Was ist hier die Außenansicht? Natürlich wird er noch von mir aufbereitet und geputzt, dass er das richtig schön aussieht. Und ja, es gab ja echt lang kein Video von mir, weil es war echt schwierig jetzt zu dieser Zeit ein Moped-Auto zu finden, denn es war immer kalt und nass draußen, niemand hat sich dazu bereit erklärt, eines zur Verfügung zu stellen für ein Video und es war immer schwierig, denn es waren auch Weihnachtsfeiertage dazwischen etc. Und jetzt hat das neue Jahr begonnen und ich habe wieder eins gefunden und ich bin wirklich froh und ich kann es kaum erwarten. Das Auto ist wirklich Geschmackssache, es sieht nicht für jeden optisch top aus. Mir gefällt es, ich finde, das hat wieder irgendetwas, das sieht halt einfach außergewöhnlich aus, das sieht halt einfach nicht aus wie jedes andere Auto und das macht es besonders und ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein. Das Auto ist wirklich sehr sauber, man sieht es jetzt leider nicht, weil es so finster ist, aber ich würde sagen, auf das freut euch dann in der Fahrzeugvorstellung, die mache ich dann auch die Tage drauf. Ja, es ist leider schon sehr finster. Ich habe jetzt gerade noch versucht, mit der restlichen Helligkeit, die draußen vorhanden war, kurz noch zu filmen, dass ihr das Auto ein bisschen seht. Denn es wird jetzt gleich ganz stockfinster sein demnächst. Und ja, aber kann nicht lang drum rumreden. Starten wir. Das Auto ist schon sehr alt, schon 20 Jahre alt. Eines der ersten Moped-Autos mit einem Dieselmotor und darum ist es auch ein bisschen laut, denn das ist wieder so ein typisches altes Moped-Auto, das laut ist beim Fahren, so wie wir es kennen. Und hier ist natürlich die geräuschdämmende Wirkung noch nicht so ausgereift wie bei den neueren Modellen, das werdet ihr jetzt merken, ich muss sehr laut reden, es ist wirklich laut, aber das ist auch ganz normal, denn damals gab es das halt noch nicht so leise wie bei den neuen. Aber wenn man das gewöhnt ist, stört es auch gar nicht und es ist auch wirklich nicht so schlimm, weil es ist halt über 20 Jahre alt und ja, ansonsten fährt sich's ganz bequem. Da hat sich nichts geändert, denn bequem fahren tut's nach wie vor. Und ich nehme jetzt gleich die Tankstelle hier, weil ich möchte mir was zu essen kurz holen, sonst bin ich wieder am Verhungern. Tank ist voll, also tanken brauchen wir nicht. Jetzt gehe ich mal rein. Na Leute, sieht lustig aus. Sieht wirklich lustig aus. Leute, ich finde den einfach geil. Seht euch das an. So außergewöhnlich einfach. So sieht kein Moped-Auto aus. Das ist wirklich ein bisschen wie der Greg auf Eke. Der hat vom optischen her ein bisschen was von dem Greg auf Eke, weil der sieht auch so außergewöhnlich aus und am Anfang fand ich den Greg auf Eke ja schon sehr gewöhnungsbedürftig und eigentlich nicht so besonders schön, also mir ist nicht so gefallen, von hinten zumindest, von vorne war er schön. Und der ist ja ähnlich, aber jetzt habe ich mich schon irgendwie an dieses Besondere gewöhnt und mittlerweile gefällt es mir. Also mittlerweile finde ich das echt cool. Fahrzeug ist, dass es einfach wirklich
sehr gepflegt ist. Es hat nichts im Plastik, keine Risse, der Motorrahmen hat keinen Rost. Ist auch, glaube ich, schon ein verzinkter Motorrahmen, denn die gibt es ja bei manchen Modellen, zum Beispiel beim Ligier Aixo, beim, wie heißt der schnell? Ach ja, Ligier X2, genau, Ligier X2, der hat ja auch einen verzinkten Motorrahmen, zumindest die obere Seite. Und das ist bei dem auch schon, obwohl es ja ein älteres Modell ist. Das heißt, der ist sicher mal getauscht worden im Laufe der Zeit und da haben sie schon den neuen Motorrahmen genommen. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schon einen verzinkten Motorrahmen ohne Rost und das ist wirklich geil, Leute, denn jetzt habt ihr hier die Vorteile von einem neueren Modell mit besserer Technik, besseren Qualitätsmerkmalen und trotzdem ist es ein altes Auto, was natürlich auch dann günstiger zu haben ist. Wenn ihr euch die Lautstärke, nicht stört, wenn ihr euch daran gewöhnt, habt ihr wirklich ein Top-Fahrzeug. Das ist wirklich ein schönes Fahrzeug. Das ist wirklich sauber, keine Risse in den Sitzen. Also mich hat das persönlich gleich wirklich voll überzeugt, als ich das erste Mal gesehen habe. Und echt nicht schlecht. Unverbastelt das Auto und das ist wirklich top. Das hat man ja öfter bei einem alten Auto, das ist schon lange im Besitz, das hat schon sehr viel erlebt. Da kann es leicht mal passieren, dass da mal Bastler am Werk sind, aber hier ist nie was gebastelt worden. Das Auto war immer in einer Fachwerkstätte, auch jetzt noch mit dem Alter, war es trotzdem noch in der Fachwerkstätte, obwohl man hier schon einiges selber machen auch könnte, weil es eh schon so alt ist, aber es ist trotzdem in der Fachwerkstätte gemacht worden. Das heißt, es ist wirklich alles top erhalten. Und darum auch alles original und dementsprechend ist auch der Zustand. Denn sonst würde das Fahrzeug nicht so einwandfrei funktionieren.
Leute, das Auto, es tut die ganze Zeit zu stottern, wie wenn es keinen Diesel bekommt. Aber ich habe gerade vollgetankt, also es muss Diesel bekommen, aber es stottert die ganze Zeit so komisch, wie wenn es gleich abstirbt. Leute, ich habe so Angst, seht es in meinen Augen, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Und es ist eiskalt draußen, es hat minus 4 Grad, wenn ich jetzt stehen bleibe. Ich erfriere sonst. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es riecht auch schon so komisch. Es riecht auch schon echt übel. Boah. Nach was riecht es? Seht ihr das? Was passiert hier? Was riecht hier so eklig? Leute, bitte helft mir! Leute! Hört ihr das? Hilfe! Was ist das? Mann, Leute! Kommen. Bitte helft mir, Leute. Mann, das stinkt hier aber so übel. Nein. Nein. Aufgeben. Da vorne ist endlich eine Ortschaft, da kann ich stehen bleiben. So ist es ausgegangen. Scheiße, Mann. Fuck, ist es hier kalt, Alter. Was soll ich jetzt machen? Leute. Was ist hier passiert? Nein, Leute, wisst ihr, was es ist? Es ist das da! Seht ihr das? Das ist die Variomatik bei der Getriebeseite. Die ist auseinandergehüpft. Das ist passiert. Darum fährt das Auto nicht mehr. Die ist auseinandergerutscht. Was für eine Scheiße. Ja, Leute, da hilft das alles nichts. Wenn das mal kaputt wird, wird es kaputt. Und das ist schon öfter bei Moped-Autos passiert, dass das kaputt geworden ist. Die getriebeseitige Variomatik-Kupplung. Leute. Ich habe es mir schon am Anfang gedacht, dass es hier so komisch rupft. Und das ist meistens diese Kupplung. Ja, dann werde ich wohl diese Kupplung tauschen müssen. Wahrscheinlich mache ich auch ein Video dazu. Aber ja, das kostet alles wieder nur unnötig Geld. Ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt der MTC bald kommt und dass ich bald im Warmen bin. Und dann hole ich mir das Auto irgendwie, keine Ahnung noch, wie ich das mache. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe den ganzen Tag jetzt nichts gegessen, außer diese eine Semmel, was ich mir von der Tankstelle geholt habe. Ich bin fertig. Mich hat der MTC jetzt Gott sei Dank zu meinem Auto gefahren. Ich fahre jetzt nach Hause. Muss mir dann einen Anhänger ausleihen und muss das Auto mit einem Anhänger nach Hause bringen. Das Auto ist wirklich einwandfrei, es hat nichts. Nur diese scheiß Variomatik, was ich von Anfang an schon gesagt habe, wo ich gesagt habe, dass der Riemen durchrutscht.
ist genau das, was immer bei 20.000, 30.000 Kilometer kommt. Und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wenn ich das jetzt tausche, dann ist wirklich lange eine Ruhe. Und deswegen werde ich das jetzt einfach tauschen. Ich werde es morgen mit dem Hänger holen. Und dann werde ich es reparieren. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Also Leute, wir sehen uns dann morgen, wenn ich das Fahrzeug mit dem Hänger nach Hause bringe. Jo Leute, es ist der nächste Tag. Ich habe nicht wirklich viel geschlafen. Habe mir viel Gedanken gemacht. Denke aber nur, dass es das sein wird, aber wir werden es dann sehen. Also ich fahre jetzt hin. Der Besitzer hat mir einen Anhänger zur Verfügung gestellt, beziehungsweise wird es wahrscheinlich eh dann eher zu mir bringen, dass ich es dann auch noch für die Fahrzeugvorstellung filmen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch gleich beim Fahrzeug. So, ich bin jetzt gerade beim Auto. Ich habe das jetzt vom Eis befreit, denn es war über Nacht hier und ist vollkommen zugefroren. Jetzt ist hier der mit dem Anhänger da. Wir werden da jetzt runterfahren und den Nachbarn gefragt, ob wir das Auto aufladen dürfen, weil da ist ein bisschen schräger, da müssen wir es nicht zu schieben. Und dann, ja, sollte eigentlich alles passen. Dann ist nur noch die Frage, wer ihn fährt, den Anhänger. Er oder ich? Aber das müssen wir noch entscheiden. Ich schiebe den da mal rauf. Jo, das Auto ist fertig aufgeladen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu mir. Er hat jetzt nicht gesagt, wann wir Fahrer wechseln bzw. wann er mir den Anhänger gibt. Das heißt, es wird womöglich für ihn in Ordnung sein, dass er jetzt selber fährt. Ist auch besser so, weil dann muss ich den Anhänger nicht später zurückbringen. Weil dann fährt einfach er wieder mit dem leeren Anhänger heim. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei mir, beim Abladen. Was ich noch sagen wollte, Leute, auch wenn mal nicht alles nach Plan läuft und euch das Mopedauto während der Fahrt ausgeht, nicht verzweifeln, es ist meistens nur eine Kleinigkeit. Ich weiß, viele kennen sich dann nicht aus und denken sich gleich, wow, eine Katastrophe. Ich war natürlich auch geschockt, ist ja klar, es war kalt draußen, aber ich habe mir schon gedacht, es ist kein Problem, weil ich kann es ja reparieren. Aber viele von euch werden es wahrscheinlich nicht reparieren können und sind dann gleich geschockt. Aber meistens ist es, wie gesagt, nur eine Kleinigkeit. Das Problem ist dann immer, dass die Werkstätten sehr teuer sind, weil es viel Arbeitszeit ist. Bei so einem Mopedauto ist es meistens sehr schwierig, da überall dran zu kommen. Beziehungsweise muss man auch vorsichtig sein, weil man gleich mal was abreißt. Also das kann schnell mal passieren, dass da die Werkstatt sehr viel verrechnet, obwohl es eigentlich nur eine Kleinigkeit ist. Und darum dürft ihr nicht verzweifeln, einfach optimistisch sein, schauen, was los ist. Und wenn ihr wirklich mal so ein Problem habt, ihr könnt mir auch gerne auf Instagram schreiben. Falls es wirklich nur eine Kleinigkeit ist, kann ich euch sogar am Handy noch schreiben und sagen, was da zu tun ist. Und also das ist meistens wirklich kein Problem, weil in der Regel hält so ein Motor auch einiges aus und da ist es meistens nur der Antrieb oder irgendwas anderes. Ja, wie ich auf Instagram heiße, blende ich euch kurz ein. _007_cars_. Und da könnt ihr mir auch immer schreiben, wenn ihr Fragen habt. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich auch zurück. Und ja. So, das Auto ist jetzt abgeladen und jetzt sieht man ein bisschen besser im Tageslicht, wie schön der eigentlich ist. Also der ist wirklich top, das ist ein richtiger Sammlerzustand. Wir haben keinen einzigen Riss im Plastik, nichts wirklich. Also es gibt Eichsen, die sind 3 Jahre alt und haben schon einen Riss im Plastik, der hat keinen einzigen Riss im Plastik. Wirklich, also da habe ich noch keinen entdeckt und es ist wirklich so, es ist kein Riss hier und auch keine Kratzer, der ist nirgendwo angefahren, nichts. Und innen auch so sauber, also Leute, das ist ein Top-Auto. Ich richte das jetzt noch im Motor her und dann ist alles wieder tipptopp. Ja Leute, das war's erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht ein Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das wird wahrscheinlich der Ausbau der Variomatik sein, weil ich mache ein separates Video dazu, wie ich die Variomatik wechsle. Ja, bis dahin und ciao, euer 007cars.